So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und diesmal versuche ich das auch pünktlich rauszuhauen und nicht wieder ein halbes Jahr liegen zu lassen, sodass es dann schon jeder kennt. Es gibt nämlich eine neue Pizza auf dem Markt, die Berlin Tag und Nacht Pizza, stellt euch das mal vor. Und weil Berlin Tag und Nacht so pervers ist, kommt das nicht mit Tomatensoße, sondern mit weißer Soße. Noch realistischer geht's ja nicht mehr. Das ist die Berlin Tag und Nacht Pizza und das ist Adi. Der Adi zeigt gleich, was er davon hält. Wir wollen die heute mal testen, da gibt es so viel zu entdecken. Guckt mal, den Karton. Hier steht, powered by Berlin Tag und Nacht. Da heißt's La Schnitte, die Pizza mit Ecken und Kanten. Roter Cheddar, Mozzarella, Hartkäse und Emmentaler. Creme fraiche und Käsesoße. Say Cheese, eine heiße Schnitte mit krassen Käsekick zum Dahinschmelzen. Ihr seht schon hier die Griffel überall. 390 Gramm. Und was auch auffällt, im Gegensatz zu allen anderen Pizzen, ist das keine runde Pizza, das ist eine eckige Pizza, sieht aus wie eine Familienpizza bei uns vom Dönermann und kommt deshalb in so einen rechteckigen, langgezogenen Karton. Wir machen das mal kurz so fürs Thumbnail, dass man das vielleicht so sieht. Ich weiß nicht, wie das am besten ist. Einfach mal so fürs Thumbnail. Woo! Ja, sieht komisch aus. Ich weiß nicht, was man da sonst noch machen soll. Was haben wir hier hinten noch drauf? Guck mal, Hashtag heiße Schnitte. Pizza mit Creme Fraiche Sauce und Käse Sauce. Roten Cheddar, schnittfesten Mozzarella, Hartkäse, tiefgefroren. Dann Hashtag Eat Me, Hashtag Share Me. La Schnitte, die Pizza mit Ecken und Kanten. Hashtag It's a Flatbread, die Schnitte zum Teilen. Pizza mit Tomatensoße kann jeder. Du kannst La Schnitte mit weißer, leckerer Soße und nicht rund, sondern schön eckig zum fairen Scheren. Zwei Sorten für dich und deine FreundInnen. I love Salami und Veggie Say Cheese. Die gibt es nämlich nicht nur hier in dieser Say Cheese Variante. Es gibt auch noch die I love Salami Variante. Die haben wir auch. Die werden wir auch noch machen. Direkt danach. Aber das in einem extra Video. Da seht ihr das auch. Und hier steht auch schön, wie bei der Capital Bra. Die müssen ja alles auffahren. So werde ich gemacht. Bevor du dich um mich kümmerst, dreh den Backofen mal so richtig auf. Wenn er ordentlich heiß ist, kannst du die Folie entfernen und mich auf den mittleren Rost in den Ofen schieben. Kaum zu glauben, aber nach ca. 10 bis 12 Minuten hat mich der Backofen in eine heiße Schnitte verwandelt. Freiberger Lebensmittel GmbH, Zerbenschleuser Ring 1 in Berlin. Aufbewahrung zu Hause. Ja, mei, was schreibt man da jetzt in den Titel überhaupt? Einfach die Berlin Tag und Nacht Pizza oder La Schnitt oder heiße Schnitte oder die Say Cheese La Schnitten Pizza von Berlin Tag und Nacht. Share me. Das ist mir viel zu kompliziert. Wir müssen jetzt den Karton erstmal aufmachen. Übrigens, das Design von dem Karton finde ich übelst hässlich. Ich weiß nicht. Es gibt so viele Kartons und Pizzen und sonst wie. Die sehen halt wirklich gut aus. Das spricht mich zum Beispiel überhaupt nicht an. Hier ist es rosa. Ich finde es interessant, dass das rechteckig ist, aber an sich finde ich das Design jetzt nicht so sonderlich cool. Ja? Ich will da Pizza drauf sehen. Richtig schön fettige, krasse Pizza, die ins Auge geht und nicht so einen Cartoon da gemalt, wo man einfach gar nicht weiß, was das sein soll. Jetzt packen wir die Pizza mal aus. Das ist die Pizza. So sieht die Pizza aus, wenn sie noch in der Folie ist. So sieht die Pizza aus, wenn sie nicht mehr in der Folie ist. Da ist also jetzt hier überall Käse drauf. Adi, Schatz, Käse, Schatz. Die werden wir jetzt in den Backofen hauen. Die werden wir jetzt aufbacken. Dann werden wir die mal probieren. Das Design von der Pizza, so sieht auf jeden Fall interessant aus. Die Form interessant, aber der Karton, nein, nicht der Karton, Adi, oder? Kein Karton. So, jetzt kommt das Saubeinl hier in den Ofen rein. Vorher, ne? So, und jetzt haben wir das Ganze natürlich nachher, wenn das theoretisch fertig ist. Also das sieht auf jeden Fall gut aus, denke ich mal. Die war jetzt auch nicht mehr gefroren, als sie hier ankam. Wir schmeißen die jetzt einfach mal hier drüben drauf. Das passt perfekt. Den packen wir wieder hier rein.
Hallo, Schatz. So, guckt euch das doch an. Sieht das nicht herrlich aus? Diese Käsesorten, die da drauf verlaufen sind. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Flammkuchen. Ich habe ja auch schon ein bisschen Tabasco hergestellt. Für die Würze. Pupsi ist auch da. Deswegen werde ich das jetzt erstmal ein bisschen zerteilen und dann mal probieren und ihr die Hälfte abgeben. So, jetzt ist also fertig. Ich habe es auch wieder auf meinen super großen Mega-Teller gemacht. Guckt euch das an. Sieht das nicht herrlich aus? Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon ein Thumbnail richtig habe. Können wir noch mal was basteln hier mit der Berlin-Tag- und Nacht-Pizza? So ungefähr irgendwas. Ich weiß nicht, wo das Zeug hinkommt. Laschschnitte, die Pizza mit Ecken und Kanten. Die ist auf jeden Fall sehr dünn, wie man sieht. Die kannst du eigentlich einfach so nehmen und wie halt so eine Dönertasche reinbeißen und essen. Wir sind aber zivilisiert. Das heißt, wir nehmen jetzt hier Messer und Gabel und schneiden uns mal hier vorne einfach ein Stückchen raus. So, guck, wie dünn dieser Boden ist. Probieren das jetzt mal. Oha, da wollte ich gerade den Rand anschneiden. Jetzt ist er hier. Bam, guckt euch den Rand an. Richtig genial, oder? Mit viel Luft drin. Jetzt ist der Rand auf jeden Fall auseinandergesplattert. Schmeckt. Nach Käse, ja. Aber irgendwie auch nicht so übertrieben nach Käse. Könnte sogar käsiger sein. Schmeckt sehr leicht. Von der Creme Fraiche. Ist auf jeden Fall interessant. Aber irgendwie fehlt mir da der Bums. Na gut, das, was jetzt hier alles rumfliegt vom Rand, sonst was, es ist halt jetzt so. Also ist okay, schmeckt ganz gut für zwischendurch. Aber irgendwie könnte die ein bisschen wuchtiger sein. Die ist wirklich so hauchdünn, hauchzart. Das Creme Fraiche ist da, aber merkst du jetzt auch nicht so besonders. Der Käse, ja, Mozzarella hat halt auch nicht so einen starken Geschmack. Aber roter Cheddar, Hartkäse, Emmentaler. Ich dachte, da kommt jetzt richtig schön was rauf. Mir fehlt leider ein bisschen was am Geschmack. Ich werde mir deshalb jetzt ein bisschen Tabasco drauf machen, wieder mal. Wir werden das hier so machen. So. Das ist dann der Bums, den ich vielleicht brauche. Wir können das jetzt wie so eine Pizzatasche ja mal zusammenschieben und dann mal reinbeißen, in der Hoffnung, dass wir dann Bums haben. Also schmeckt jetzt auf jeden Fall mir besser, würziger. Da muss auch nicht unbedingt irgendwie Wurst oder Fleisch oder sonst was drauf sein. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so wenig. Ich glaube, ich würde davon gar nicht satt werden, wenn ich eine ganze esse. 390 Gramm. Mir ist auf einer, selbst auf einer Edelsalami von Ja, ist das gefühlt, irgendwie hast du mehr im Magen und ist deutlich günstiger. Weil die haben, ich weiß gar nicht, wie die jetzt gekostet haben, auch 3-4 Euro vielleicht so eine Pizza. Schmeckt vielleicht gesund, macht einen guten Eindruck, aber das Design feiere ich halt leider gar nicht. Mit dem Design kann ich nichts anfangen. Geschmacklich ist okay, aber mir fehlt da irgendwie was Pframpfiges, dass ich merke wirklich, dass ich was im Magen habe. Ich möchte satt werden. Kann man probieren, würde ich jetzt aber nicht unbedingt nochmal kaufen. Da würde ich mir lieber andere Sachen kaufen. Ja, es gibt so viele tolle Pizzen. Das jetzt wieder hier Berlin Tag und Nacht. Haut was raus. Jeder stürzt sich erstmal drauf. Aber die Wucht ist es jetzt nicht. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Habt ihr die schon mal gesehen? Gibt es, glaube ich, exklusiv nur im Kaufland momentan. Die Salami werden wir aber noch testen. Die hat bestimmt dann mehr Geschmack, weil da ja Salami drauf ist. Und mal gucken, was das für eine Salami dann ist. Sonst werde ich mir jetzt hier dieses Tabasco-Brot noch reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, als kleines Outro noch gesprochen, weil wir es gerade von Käsepizza hatten und dann ist mir hier aufgefallen, ich habe doch an meiner Hall of Fame-Wand diese Bilder hier hängen von Gustavo Gusto, also Gustavo Frings, also von Los Bolos Mann, nein, von einfach Gustavo Gusto, hat doch damals auch hier diese 4 Käse für ein Halleluja gemacht und da gab es 4 verschiedene
Motive zum Sammeln mit Bud Spencer und Terence Hill. Nicht nur, dass ich das Design besser finde, ansprechender, aber nicht nur, weil es halt Bud Spencer, Terence Hill ist. Ich finde insgesamt trotzdem, dass es halt gut aussieht und auch die Pizza sehr köstlich dargestellt ist. Design finde ich von der auf jeden Fall besser. Ich glaube, das, wenn es um Käsepizza geht, ist mein All-Time-Favorite. 4 Käse für ein Halleluja wäre meine Empfehlung trotzdem noch. Aber ihr könnt ja vergleichen und sagen, wie euch die Say-Cheese-Pizza von Berlin Tag und Nacht geschmeckt hat. Ich würde sie nicht nochmal kaufen, unbedingt. Pupsi hat sie geschmeckt. Das ist aber mein Favorit. Aber die gibt's eh nicht mehr. Deswegen habe ich die Wand voll. Tschüss.